Willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Ich befinde mich gerade am Würzburger Hauptbahnhof und für mich geht es heute mit dem ICE 26 nach Frankfurt. So, jetzt im ICE 26 geht es über Hanau nach Frankfurt. Es geht jetzt erstmal auf der Schnellfahrstrecke und dann geht es über die konventionelle Strecke nach Frankfurt. Wie man es schon vielleicht erkennen konnte, befinde ich mich in einem ICET der Baureihe 411 und der vordere Zugteil ist ein ICET der Baureihe 415. Und nun zweigt die normale Strecke gleich unter uns ab. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im ICE Deutschen Bahn. Auf seiner Fahrt nach Dortmund Hauptbahnhof. Wir unterwegs halten unter anderem Frankfurt Main Hauptbahnhof, Frankfurter Flughafen, Fernbahnhof, Mainz, Koblenz, Köln, weiter nach Dortmund. Der nächste Halt unseres Zuges ist voraussichtlich um 17.58 Uhr Hanau Hauptbahnhof. Mein Name ist Cornelia von Thiela. Bei Fragen sprechen Sie mich oder mein Team gerne an. Unser Zug besteht ja aus zwei Zugteilen und jeder Zugteil besitzt ein Bordbistro. Im vorderen Zugteil im Wagen 35 und im hinteren Zugteil im Wagen 26. Wo wir Sie gerne erwarten, achten Sie bitte während der gesamten Zugfahrt auf Ihre Mund- und Nasenbedeckung durch eine medizinische Maske. Übrigens ist es so auf dieser Schnellfahrstrecke, dass es hier sehr viele Tunnels gibt, wie auf vielen anderen Schnellfahrstrecken auch. Hier überqueren wir gerade den Main und hier geht es dann auch jetzt gleich schon wieder auf die normale Strecke, wo gerade unter uns noch ein Güterzug steht, der auch in Richtung Frankfurt möchte. Nun nähern wir uns der Spessartrampe. Hier durchfahren wir den Bahnhof Heidenbrücken und kurze Zeit danach geht es direkt in diesen Tunnel. Nun sieht man relativ gut, dass hier die alte Spessartrampe war. Mittlerweile ist hier relativ viel zugewachsen. Dort oben an diesem Strommast ist auch noch ein N-Wagen als bleibende Erinnerung. Hier geht es an ein paar Abstellmöglichkeiten vorbei. Das müsste Aschaffenburg sein. Hier durchfahren wir jetzt den Bahnhof von Aschaffenburg Hauptbahnhof und wir nähern uns dem meines Reiseziels, das wäre Frankfurt mit seinem Hauptbahnhof. Hier zweigt die Strecke nach Fulda und Kassel ab.
Hier beginnt dann auch schon die Einfahrt in den Hanauer Hauptbahnhof. Dort, wo wir halten, in Hanau Hauptbahnhof, gibt es noch sehr viele Flügelsignale. Ich empfehle euch dort mal hinzugehen, um zu spotten. Kurzer Aufenthalt in Hanau und dann geht die Fahrt auch schon weiter nach Frankfurt. Außerplanmäßig fuhr mein ICE in Frankfurt auf Gleis 17 ein, statt an Gleis 6. Deswegen mussten wir einen kleinen Umweg fahren und fahren hier auch gerade über die Main-Neckar-Bahn in Richtung Frankfurt-Niederrad. Hier durchfahren wir den Bahnhof Frankfurt-Niederrad und erreichen in wenigen Minuten den Hauptbahnhof von Frankfurt. Hier überqueren wir den Main und fahren gleich an den Abstellmöglichkeiten am Frankfurter Hauptbahnhof vorbei. Dort stehen sehr viele Sachen rum, zum Beispiel zum Großteil sind das Doppelstockwagen, Twindecks, ICEs oder Intercities.
und am Werk stehen viele 101, 114, 146 und noch ein paar 111er. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.